sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Die Ideenlosigkeit der FDP hat ja dazu geführt, dass wir ja die Wahlrechtsreform schon bei dem Tagesordnungspunkt 1 angeschnitten haben. Und es wurde ja schon in den Vorreden erwähnt, was in der letzten Legislaturperiode ja um ein Haar zum Auseinanderfliegen der grün-schwarzen Koalition geführt hätte, geht in diesem Landtag bald im besten Einvernehmen über die Bühne. Und zur Erinnerung, die CDU spielte sich 2018 als Gralshüter des einst von ihr geschaffenen Wahlrechts auf. Und wie der heilige Michael gegen den Drachen erhob sie ihre Lanze zum Todesstoß gegen die ungeliebte Zwangsgemeinschaft, hätten die Grünen seinerzeit auf der Reform bestanden. Und die CDU-Fraktion, damals noch mit Resten von Rückgrat, pochte auf ihren Standpunkt, dass das derzeitige Wahlrecht das Beste ist und daher keine Reform nötig sei. Und die Fraktion lehnte unter der Führung des vorherigen Fraktionsvorsitzenden die Reformpläne einstimmig und ich wiederhole einstimmig in der Fraktionssitzung ab. Und die späte Quittung erhielt dieser vor kurzem, als er aus dem Verwaltungsrat der L-Bank, und es muss leider so deutlich sagen, verjagt wurde. Die Zeiten einer aufmüpfigen CDU sind endgültig vorbei. Und schließlich ist es dem obergrünen Kretschmann zu verdanken, dass die CDU weiterhin die Regierungsbank drücken darf. Zwar wie ein Erstklässler unter den strengen Augen des Lehrers, der hinter seinem Rücken den Stock versteckt, unter dem Bengel das Feld zu gerben, aber immerhin bleibt die CDU an der Macht. Und darauf kommt sie ja an und nur darauf. In einem selten radikalen Kurswechsel hat die neue Fraktion alle Prinzipien und ihre eigene Machtbasis gleich mit über Bord geworfen. Und diese Prinzipienlosigkeit, Herr Binder, konnte man nicht nur bei der Bundestagswahl sehen, als Ihre Partei, werte Kollegen der CDU, geradezu desaströse Verluste einfuhr. Und laut einer Infratest-Umfrage vor nicht einmal 2 Wochen haben Sie auch im Land seit der Landtagswahl weitere 7% an Zustimmung verloren und sind bei dem Wahlergebnis auf etwa 17% geradezu mit Lichtgeschwindigkeit abgestürzt. Sie dürfen sich bei Ihrem Landesvorsitzenden für diese grandiose Leistung bedanken. Das derzeitige Wahlrecht, ich komme zum Thema, Herr Binder, ich komme zum Thema. Das derzeitige Wahlrecht ist das Beste, keine Reform nötig. Noch 2018 das Mandala der CDU. Es könnte einem schwindelig werden bei diesem Sinneswandel. Die Antwort des strobelgeführten Innenministeriums auf unseren Antrag ist nicht nur unerträglich gegendert, sondern findet plötzlich nur noch Vorteile einer Wahlrechtsreform. Nur wer genau liest, findet auch folgenden Satz, und ich zitiere, durch die Einführung einer Landesliste entscheidet, abgesehen von einem Direktmandat, nicht mehr das persönliche Ergebnis im Wahlkreis über den Einzug in das Parlament, sondern die Position auf der Landesliste. Und genau hier liegt der Hund begraben, meine Damen und Herren. Mit der Landesliste könnte auch mal Herr Strobel in den Genuss eines Mandats kommen, egal ob im Wahlkreis der Rückhalt von den Wählern da ist oder nicht. Die Positionen auf der Landesliste werden zwar formell von einem Parteitag bestimmt, aber die CDU wäre nicht die CDU und die Grünen wären auch nicht die Grünen, wenn nicht genau diese Position vorher genauestens von einem Klüngel aus Parteienkranten festgelegt würden. Schließlich hat man ja auch auf Bundesebene Erfahrung mit dem Parteienfilz. Die Wähler vor Ort werden von den Paten der Parteien als unmündiges Stimmvieh entsorgt, wenn sie nicht den wählen, der auf der Liste oben steht. Ihr Votum wird vollständig missachtet. Dies spricht dem Wählerwillen hohn. Der Wähler und niemand anders sollte die Leistung oder Nichtleistung eines Politikers honorieren oder abstrafen. Und die Realität wird sein, gescheiterte Politikerexistenzen, aber mit guten Freunden unter den Spitzenpolitikern werden weiter ihr Unwesen auch hier im Landtag von Baden-Württemberg treiben. Loyalität vor Leistung heißt das neue Credo, wie schon in der Bundespolitik, denn schließlich sichert nur die Loyalität der Indianer auch die Posten der Häuptlinge, meine Damen und Herren.
Das sieht man auch beispielsweise daran, dass der jetzige Landesvorsitzende der CDU nach den letzten desaströsen Wahlniederlagen plötzlich Rückendeckung von allen Staatssekretären und Abgeordneten mit Ministerposten bekommt. Und nein, meine Damen und Herren, Abgeordnete der CDU und der Grünen, und ich spreche Sie hiermit auch direkt an, vor allem diejenigen unter Ihnen, die mit dem bestehenden Wahlrecht auf den Stühlen unter Ihnen gelandet sind. Meinen Sie ernsthaft, Ihre Parteiführung hätte Ihr Wohl und Ihre Zukunft im Sinn? Nichts könnte falscher sein. Und ohne das Zugpferd Kretschmann wird es einen tiefen Fall für die erfolgsverwöhnten Grünen geben. Die Bundestagswahl hat es ja schon angedeutet. Das Direktmandat ist mit dem bestehenden Wahlrecht somit auch nicht mehr sicher. Und das wissen auch die Fraktionsspitzen. Üben Sie schon mal fleißig, Ihren Parteichefs und deren engsten Begleiter die Wünsche vor den Lippen abzulesen. Es wird sich lohnen. Und machen Sie sich bei der Fraktionsführung beliebt. Heucheln und schleimen Sie, was immer Sie so schätzen, freie Meinungsäußerung und Privatheit. Es steht für Sie unter Vorbehalt. Die Verbannung von der Liste droht allen, die ihre Individualität auch in der Politik nicht aufgeben wollen. Unfreie Politiksklaven sollen sie werden, zum Wohl der Marionettenspieler an der Partei- und Fraktionsspitze, an deren Strippen sie hängen. Die, die Liste in Hinterzimmern auskungeln, auf der sie selber ganz oben stehen. Diesen Fakt gegenüber sich selbst einzugestehen, mag vielleicht im ersten Moment schwer sein. Aber versuchen Sie es, fangen Sie gleich damit an, eigenständig und unabhängig über die Folgen der Wahlrechtsreform nachzudenken. Oder glauben Sie wirklich an die unsägliche vorgeschobene Argumentation, dass man mit dem Listenwahlrecht mehr Frauen in das Parlament entsenden möchte? Ganz abgesehen davon, dass eine gesetzlich vorgeschriebene Liste klar verfassungsfeindlich ist, wenn Wahlen dürfen nicht durch Zwang und Druck des Staates durchgeführt werden, Herr Schwarz und Herr Binder. Dass so ein Unsinn von den grün-roten Sozialisten kommt, ist ja hinlänglich bekannt. Dass aber die ehemalige Freiheitspartei diesen Unsinn auch noch nachplappert, ist dann doch erstaunlich. Der Kollege Hausmann weiß das sicherlich mehr. Und hat jetzt beispielsweise die Grünen-Fraktion ein Problem mit der Geschlechterparität? Das wurde mit dem alten Wahlrecht erreicht. Dazu braucht es kein anderes. Denken Sie nach, ob die Reform in Ihrem Sinne ist oder doch eher im Sinne derer, die sich an die Macht gewöhnt haben und Sie als Stimmvieh brauchen, damit das auch so bleibt. Sie, die letzten wirklich freien Abgeordneten, haben es in der Hand, frei zu bleiben oder sich selber die Ketten anzulegen. Keine wirklich gute Idee ist auch die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahren. Das wurde vorhin auch schon erwähnt, mit dem vor allem die Grünen auf Kosten der CDU ihre Macht weiter ausbauen wollen. Und vor wenigen Tagen erst haben sich dieselben Träume der Grünen auf Bundesebene in die Luft aufgelöst. Die Union erteilt diesen Plänen eine Absage. Und ich zitiere dazu sehr gerne den stellvertretenden Vorsitzenden Frei aus Baden-Württemberg. Rechte und Pflichten müssen in Übereinstimmung gebracht werden. Ist es daher vernünftig, wenn man einerseits über die Zukunft unseres Landes mitentscheiden könnte, aber nicht ohne Zustimmung der Eltern einen Handyvertrag abschließen oder auch nur jeden Film im Kino ansehen dürfte? Da habe ich meine Zweifel. Aus seiner Sicht müsste man im Falle der Absenkung des Wahlalters auch über die Absenkung der Grenzen für Strafmündigkeit und Geschäftsfähigkeit sprechen. Meine Damen und Herren, Herr Frei wiederholt die AfD-Position, die wir hier an dieser Stelle bereits lange vorher angeführt haben. Strafmündigkeit und Geschäftsfähigkeit stehen damit nicht in Einklang. Und hier wollen Sie von der CDU für das Gegenteil stimmen. Besinnen Sie sich endlich und geben Sie dieser Wahlrechtsreform und die Absenkung des Wahlalters eine klare Absage, indem Sie unserem vorliegenden Antrag zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.